Seit Generationen leben die Wardins als Bauern in dem märkischen Dorf Barnekow. Wolfgang Wardin ist nach Ausbildung und Studium in die LPG zurückgekehrt und übernimmt eine Leitungsaufgabe. Ein jahrzehntelanger Traum der Wardins erfüllt sich, die Melioration. Anne Schlomka erhält als Bauleiterin des Meliorationsabschnittes Barnekow ihre erste Bewährungsprobe. 1932, Weltwirtschaftskrise. Auch Wilhelm Wardin kämpft um die Existenz des Hofes. Seine Produkte werden ihm nicht abgenommen. Hermann, sein ältester Sohn, lernt die Schaustellerin Lilly kennen. Sie könnte durch ihre Mitgift den Hof sanieren. Lilly stellt eine Bedingung. Gleich nach der Heirat muss Hermanns Vater den Hof übergeben. Wilhelm lehnt ab. Hermann versteht seinen Vater. Maria, Hermanns Schwester, liebt den Arbeitslosen Bezo. Sie erwartet ein Kind von ihm. Durch eine Intrige ihres Vaters wird Bezo verhaftet und Maria verübt Selbstmord. Dieses Ereignis veranlasst Hermann, den Hof zu verlassen und zu Lilly zu gehen. Wilhelm Wardin muss seinen zweiten Sohn als Erben auf den Hof holen. Ungefähr so, Kollege Zekrow. In Ordnung, Frau Doktor. Also dazu schleppen Sie uns hier mit zwei Mann hoch raus? Hätte da nicht einer genügt? Nein, Kollege Wardin. Soll später mal niemand behaupten können, dass er kein Schild gesehen hat, wenn er den Baum fällt. Wer soll denn umhauen? Der stört ja doch keinen. Ich kenne schon jemanden, den er stört. Und wer ist das? Ihre angehende Schwiegertochter. Hier, Kollege Zekrow, noch eine Nadel. Sie hat mich gefragt, ob Sie den Baum fällen dürfen. Wozu denn das? Die Bauleiterin möchte ihren Plan recht schneidig erfüllen, Kollege Wardin, ohne Rücksicht auf ihre Auflagen. Und dabei stört sie der Baum. Aber wenn sie das macht, hat sie eine Anzeige am Hals. Und das kostet sie einiges. Sagen Sie das Ihrem Schwiegertöchterchen, Herr Vorsitzender. Hm. Es ist nun klar, wie wir hier weitermachen, Chef. Geradeaus. Der Baum kommt also weg. Natürlich. Ja, dann Sie haben die Genehmigung gekriegt? Nö, noch nicht, aber die kriegen wir. Wenn nicht dann nachträglich. So nicht, Chefin. Seit zwei Tagen hängt eine nagelneue Eule am Baum. Ohne Genehmigung kratzen wir noch nicht mal mit dem Messer an dem Stamm. Ja, und was mit der Prämie, wenn wir den Plan nicht schaffen? Ja, die Natur soll es auch das nicht schaffen. Ich hab doch mal so einen Baum umgefahren. So einen Eulenbaum. Mit der Raupe, pur aus Versehen. Eine japanische Sensentanne. Sicheltanne, Klinneberg, Sicheltanne. Wegen Sicheltanne, ich bin ja schließlich kein Bremen. Jedenfalls hat mich der Spaß 500 Mark gekostet, Chef. Naturumweltfrevel, verstehen Sie? Wir arbeiten geradeaus weiter. Kürzeste Strecke, der Baum fällt, ist das klar? Das will ich aber schriftlich, als Weisung, damit es keine Missverständnisse gibt später, Chefin. Ehrgeiz, Abi. Ich soll der Frau Doktor die Zustimmung abluchsen, dass du den Baum umhauen darfst. Was ist ein Stein im Brett bei dir? Moment. Wir wollen mein Privatleben und Beruf schön auseinanderhalten. Aha. Das hast du mir selber demonstriert. Mit Recht. Und ich habe eine Menge gelernt daraus. Mensch, Wolfgang, das ist doch was ganz anderes. Ich bitte dich um einen Gefallen, der dich nichts kostet. Du kannst dir ja sagen, wir werden drei junge Bäume von derselben Sorte als Ersatz pflanzen. Und wenn du einen ganzen Wald pflanzen würdest? Die Begradigung der Trasse spart uns 10.000 Mark. Darum geht's dir doch gar nicht. Ihr hängt eine Woche hinterm Plan. Dafür kannst du nichts. Ist doch nicht deine Schuld, dass der Grabenbagger ausfiel. Niemand würde dir was vorwerfen. Nur deinen verdammten Ehrgeiz bringt das zum Kochen. Du willst besser sein als alle anderen. Schneller, vollkommener, was weiß ich. Wer hat mir denn die ganze Zeit in Ohren gelegen? Haltet die Termine, wir müssen die Koppeln bewässern. Du und deine LPG. Ja, Anne.
Aber nicht, dass du deswegen anfängst, die schönsten Bäume umzuhauen. Wir wollen schließlich mal nicht in der Wüste leben, bloß weil wir uns Termine stellen. Wolfgang, das ist meine erste Baustelle. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich die ohne Panne über die Runden bringe. So leicht gebe ich nicht auf. Und schon gar nicht wegen ein paar Kubikmeter Holz. Anne, sei vernünftig. Das kommt dich teuer zu stehen. Um mich mach dir mal keine Sorgen. Das verantworte ich schon selber. Anne! Verdammter Dickkopf. Ist dein Holz übrigens fertig? Leg den Baum um. Hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit, Kollegen Bauleiterin. Ihre Kollegen behaupten, sie hätten von Ihnen Weisungen, den Baum zu fällen. Ich habe die Weisung erteilt. Morgen. Der Baum ist als Naturdenkmal zu erhalten. Und diese Auflage gilt seit der Projektierung. Oder haben Sie eine Änderung des Projekts vorzuweisen? Tja, Frau Doktor, wenn unsere Tierärztin nichts weiter zu tun hat, als einen alten Baum zu bewachen, dann viel Vergnügen. Ich habe eigentlich sehr wenig Zeit. Aber ich wollte einen dringenden Wunsch des Viehzugleiters nachkommen, hier eine Dummheit zu verhüten. Sie wissen also, woran Sie sind, Fräulein Bauleiterin. Meine Herren, an Ihrer Stelle würde ich mich an die vorgeschriebene Trasse halten. Sie machen sich dann strafbar. Ja, wie geht's denn weiter, Chefin? Habt das nicht mitgekriegt? Alte Trasse! Weiber. Du sei Stille, keine Ahnung von Sensen, kann aber über Frauen reden. Das ist doch wahr, Mensch. Erste große Klappe, dann alte Trasse. Doch kein runder Kieselstein vom Himmel gefallen. Oh, der Oberbauleiter. Das verschafft uns die Ehre. Sag mal, Mädchen, steht denn der Eulenbaum hinten beim Hauptgarten noch? Ja. Woher weißt du? Die zuständige Naturschutzbeauftragte setzte mich telefonisch von dieser frevlerischen Absicht in Kenntnis. Ah, die Frau Doktor. Für das wäre ein dicker Hund geworden. Dein Glück, dass du dir das noch anders überlegt hast. Und sonst? Verdammt trocken hier bei euch. Nächste Woche wird die Pumpe angeschlossen. Dann rauscht's. Dein erster Abschnitt. Was ist denn das für ein Gefühl? Zufrieden? Ich will weg von hier. Warum? Aus privaten Gründen. Ja, hör mal zu, Mädchen. Ich war damals entschieden, dagegen dich hier einzusetzen. Gib einer Frau eine Baustelle und schon gibt's Ärger. Habe ich das selbst erlebt, mehrmals. Und dann kommst du und demonstrierst mir, dass es doch möglich ist. Endlich mal eine mit klaren Fronten. Kein Gerede, keine Affären. Und jetzt kommst du mir mit privaten Gründen. Wenn du mir nicht hilfst, kündige ich. Ja, mach doch mal keine Dummheiten, Mädchen. Wofür hast du denn geackert monatelang? Den ersten Abschnitt übergebe ich noch. Ist das alles, was du wolltest? Hier den Fluss hinunter bis Barnshagen. Drei Pumpwerke, ein Netz von Gräben. Ein weißer Wald von Fontänen aus Beregnungsanlagen. 2000 Hektar Land entsumpft und bewässert. Das wolltest du doch. Du, wenn du jetzt gehst, betrügst du dich selber. Ich kann nicht bleiben. Also gut. Beantrage deine Versetzung schriftlich bei der Kaderleitung. Ich stelle nur eine Bedingung. Überleg's dir gut. Das habe ich. So, nun wollen wir mal sehen, was sie sagt. Halt! Das kommt dem Vorsitzenden zu, bitteschön. Ich hätte mir eher gewünscht, dass mir das eine Schwiegertochter sagt und nicht nur eine Bauleiterin. Davon haben die Wardins immer geträumt. Ich weiß. Weißt du auch, dass dieses Traumes wegen mal eine Schlomka und ein Wardin nicht zusammengekommen sind? Jetzt ist der Traum Wirklichkeit und wieder geht eine Schlomka fort. Und ein Wardin bleibt zurück. Ich bin nun mal so. Ich kann nicht anders.
Euch liegt doch nichts im Weg, zueinander zu kommen. Mein Gott, als ich die Mutter kennenlernte, ich hätte mir gewünscht, es so leicht zu haben wie ihr. Na, Marin, kein Staub hinter der Drillmaschine, selten bei uns um diese Jahreszeit. Ach, Wassermeier, doch nie geschaut. Ach, apropos Schaden. Wie steht denn der Gemeinderat zu meinem Kaufangebot für den Schaftberg, Herr Bürgermeister? Ja, dafür gibt's wenig gegen, lieber Herr Baron. So, na, da würde ich mal überlegen, ob ich meine Barnewiesen nicht doch lieber selbst bewirtschafte, statt sie weiter zu verpachten. Sie wollen uns die Pacht kündigen, Herr Baron? Jetzt, wo die Melioration Wirklichkeit wird, wäre es wirtschaftlicher. Davon war doch nie die Rede. Ich nehme ja auch nicht an, dass in dieser Sache im Gemeinderat schon das letzte Wort gesprochen worden ist, Herr Bürgermeister. Schmucke Stute, die der Baron da zureitet. Hm. Ist doch Wallach, du Esel. Nicht der Gaulvater, die Frau. Hast ja schön was gelernt beim Militär. Hm. Solltest dich schämen, so von der jungen Frau Baronin zu reden. Ach, das ist die neue? Ja. Die würde ich auch zureiten. Arbeit fehlt dir. Da vergehen dir die dummen Gedanken. Barneko, Marek! Barneko! Bleib da schön stehen. Vielen Dank. Immer alles anfassen. Und dann mit den Fingern ins Gesicht. Und du willst ein großer Junge sein. Elisa Palitzki. Mensch, Bezo. Sag mal dem Onkel guten Tag. Hi, Hitler. Christian Zakia Bengel. Das lernen die schon in der Schule. Die Fahrkarten, bitte. Einsteigen, bitte! Vorsicht am Zuge! Naja, ziemlich trostlos. Und du willst diese Wüste kaufen, um Steppengras zu züchten? Es ist Schafschwingel, mein Schatz. Aha. Und was macht man damit? Unter diesem Schafschwingel lagern einige 10.000 Kubikmeter bester betonierfähiger Kies. Die Barnekoer werden dir unendlich dankbar sein, wenn du aus ihrer Dorfstraße eine Autobahn machst. Für den Bau eines Rüstungsbetriebes wird Beton gebraucht. Rüstungsbetrieb? Wo? Bei Barnshagen. Du siehst, auch Boden, auf dem nur Schafschwingel wächst, kann goldener Boden sein. Man muss es nur wissen und für sich behalten. Ne? Gibt es was Neues in Barneko? Das weiß ich nicht. Ich komme auch gerade erst zurück. Warst du etwa die ganze Zeit? Ja. Mein Gott. Und dann gehst du ausgerechnet wieder nach Barneko? Ich kann in der Schmiede arbeiten. Als Schlosser. Und wo wirst du wohnen? Wird sich finden. Ich habe das Haus von Tante Alma geerbt. Stube, Kammer, Küche. Die Kammer kannst du haben. Bist ein feiner Kerl, Lisa. Sag mal, Bezo, war's schlimm? Ja, Lisa. Bei der Entlassung unterschreibt man aber, dass man nicht darüber spricht. Ach so. Und was wirst du machen, Lisa? Der Junge soll seinen Vater haben. Es hieß damals, das ist Adomait. Ja. Weiß er, dass ihr kommt? Nein. Wie alt ist er jetzt? 7.
Und wenn Maria damals am Leben geblieben wäre, wäre unser Junge jetzt auch 7. Woher weißt du, dass es ein Junge geworden wäre? Ich habe mir es immer eingebildet. Hitler. Ah, Walter. Da haben Sie die Hammelbeine ordentlich langgezogen. Das war zum Aushalten, Herr Bonecke. Wie geht's Erwin? Ah, wie soll's ihm schon gehen beim Griffe kloppen? Ich komme wegen einer Spende fürs Winterhilfswerk. Winterhilfswerk? Keiner soll hungern und frieren. Winterhilfe, Pfundspende, Eintopf, Sonntag. Volkswohlfahrt, Deutschtum im Ausland. Den Hund müssen wir von der Kette lassen. Na, zeig mal her. Zirka 50 Pfennige. Adelmeid eine Mark, Wiesinger eine Mark. Na ja, wer es lang hat, lässt lang hängen. Was heißt denn das hier bei deinem Vater? 1 Mark und 10. Da sind 30 Pfennig von mir reichlich. Geh in die Küche, lass es geben. Noch unterschreiben, Herr Bonecke. Und mach 3 Kreuze dahinter. Herr Hitler. Fällt Ihnen denn ein? Donnerwetter, vorne genauso hübsch wie hinten. Was wollen Sie? Ich soll hier 30 Pfennige für das Winterhilfswerk holen. Vater hat ja gar nicht unterschrieben. Vater, geht das in Ordnung mit den 30 Pfennigen? Ja, ja, geht sie. Sie sind die Tochter? Ja. Erwin Bonnecke ist mein bester Freund. Eine Schwester hat er nie gehabt. Doch. Seit 4 Monaten. Wer sind Sie? Walter Bardin. Oh, da sind Sie, der Sohn vom Bürgermeister, und seit gestern von der Wehrmacht zurück. Ja. Und wie heißen Sie? Irmgard. Irmgard Bonecke. Nein, nicht Bonecke. Mischkowski. Nach meiner Mutter. Halb. Am Sonnabend ist in Boltheide Tanz. Kommen Sie mit? Nein. Nein? Ich bin verlobt. Verlobt? Mit wem? Sie fragen zu viel. Aus Interesse. Ich mag neugierige Leute nicht. Ich werde verrückt. Der Bezo. Ich soll mich beim Bürgermeister melden. Mein Entlassungsschein. Wo kommst du denn her, Bezo? Aus Sachsenhausen. Hast hoffentlich ein bisschen was gelernt. In 7 Jahren KZ lernt man eine Menge, Herr Adelmeid. Was willst denn du hier? Arbeiten, Herr Bürgermeister. Als Maschinenschlosser an der Schmiede. Das Arbeitsamt hat mich vermittelt. So. Und wo wohnst du? Bei der Lisa Palitzki. Immer noch ein munteres Mädchen, die Lisa. Bringt sich gleich einen Untermieter mit. Na, was meinst du, Adelmeid? Was geht denn mich das an? Du stehst unter Polizeiaufsicht. Ja. Meldest dich jeden Mittwoch abends um 7 bei mir. Klar? Jawohl, Herr Bürgermeister. Kannst gehen. Na. Bei uns heißt das Aledler. Kommunist und KZler. Feiner Zugang fürs Dorf. Ja, Wilhelm? Da möchte ich ja nicht in deinen Hosen stecken. Jede Woche einmal den Bezo vor der Tür, wo er mal fast dein Schwiegersohn geworden wäre. Kümmer dich nicht um andere Hosen, Karl. Uns werden die eigenen bald zu eng. Wenn er Baron das Pachtland aufkündigt. Wir müssen uns das genau überlegen, Leute. Im August fängt der Arbeitsdienst bei uns ja an. Nicht mehr lange und die Wiesen bringen das Doppelte. Das Dreifache. Wir können den Schafsberg nicht verkaufen, Wilhelm. Der alte Löschkmühler hat das Gelände seinerzeit der Gemeinde als Weideland für die kleinen Leute vermacht. Ja, wo sollen die denn hin mit ihren
paar Ziegen und Schafen. Was machen wir ohne Wiesensikro? Sollen wir die Kühe vom Kopf hauen? Ich denke, wir haben Erzeugungsschlacht. Tretner Quark wird breit, nicht stark, Wiesinger. Der Baron ist nicht verpflichtet, die Pacht zu verlängern. Deswegen darf er uns so lange nicht erpressen, Wilhelm. Ja, glaubst du vielleicht, er fragt dich, was er darf und was nicht, nur weil du Ortsbauernführer bist? Überlass das mal mir. Wir wollen doch mal sehen, wer hier was zu sagen hat. Der Herr Baron von Pragen oder wir als Bauern? Von denen der Führer gesagt hat, wir sind der Kraftquelle des Reiches. Na, dann Prost, damit das Urquell sprudelt. Du hast doch gehört, der Schafsbeck wird verkauft. Ja, und wo binden wir unsere Schafe und Ziegen an? Da musst du den Bürgermeister fragen. Oder den Ortsbauernführer. Die kümmern sich gerade um uns ein. Ihr gehört doch auch zur Volksgemeinschaft, oder nicht? Schon. Na also. Ja, kannst du nicht mit dem Bürgermeister reden, Bezo? Du hast doch immer mit ihm gesprochen, früher schon. Dafür habe ich auch gesessen, Kuppe. Und stehe unter Polizeiaufsicht. Frag ihn doch wenigstens. Du musst doch jede Woche hin. Ich habe kein Schaf und keine Ziege. Mach doch selber das Maul auf, wenn er daran liegt. Nun, meine Herren, heute so offiziell? Luftschutz tut Not, Herr Baron. Na, ich hoffe, auf unserem Gut ist alles in bester Ordnung. Leider nicht. Auf dem Speicher fehlt der Löschsand, im Pferdestall die Feuerpatschen. Der Boden vom Gesindehaus ist nicht entrümpelt. Aber Adomait, Göring will Meier heißen, sobald ein feindliches Flugzeug über deutschem Boden auftaucht. Und Sie ereifern sich wegen drei Feuerpatschen. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, Herr Baron, dass Sie als Betriebsführer die volle Verantwortung tragen. Ja, melden Sie das meinem Inspektor. Wir müssen auch noch das Herrenhaus inspizieren, Herr Baron. Aber selbstverständlich, meine Herren. Rudolf, führen Sie die Herren in den Keller und auf den Boden. Jawohl, Herr Baron. Bitte, meine Herren. Alle klar. Alle klar. Herr Bürgermeister, einen Augenblick bitte. Hat der Gemeinderat inzwischen einen endgültigen Entschluss zu meinem Kaufangebot gefasst? Der Gemeinderat muss dem Gemeinwohl dienen. Herr Baron. Na ja. Na schön, Herr Wardin. Sie sind Bauer. Sie müssen selber wissen, was Ihnen wichtiger ist. Sechs Morgen Schafschwingel oder die Wiesen. So, na, ich will Sie nicht länger von Ihren Luftschutzpflichten abhalten. Ja, Herr Baron. Alles klar. Musst du es so auf die Spitze treiben, Dieter? Es wird zu viel von Volksgemeinschaft geredet. Felicitas, meine Ehe mit Eva scheiterte nicht zuletzt an der Verbohrtheit, mit der sie dieser Illusion von der Volksgemeinschaft anhing. Aber die Leute hier sind immerhin Erbhofbauern. Man hat ihnen so eine Art Stolz gegeben. Umso nötiger, dass sie auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Steigen Sie auf. Na gut. Kommen Sie aus Barnshagen? Hm? Von Ihrem Verlobten? Ja. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Sie und so ein alter Knacker wie der Dolbo. Dafür müsste ich ihn einen runterhauen. Lieben Sie ihn denn? Das geht Sie nichts an. Warum habe ich bloß nicht 3 Monate früher nach Hause kommen können? Dann würde ich Sie heiraten. Ohne mich zu fragen? Herr Gott, Irmgard, der Dolbo braucht Sie als Kindermädchen, als Magd. Das ist doch kein Mann für Sie. Aber Sie, ja? Ich hab dich gern, Irmgard. Sie sind verrückt. Halten Sie an! Halten Sie! Brrr.
Bleiben Sie bitte. Ich will nicht ins Gerede kommen. Mein Rat. Irmgard, kommen Sie am Sonntag mit ins Kino. In der Stadt kennt uns keiner. Nein. Warum nicht? Ich bin verlobt. Ich bin die Braut von Dolgo. Hier! Walter Wadin. Was willst du? Geht so. War mein Vater schuld, dass Maria sich das Leben genommen hat? Und dass du ins Zuchthaus gekommen bist? Warum willst du das wissen? Ich bin für die Volksgemeinschaft, in der es kein Unrecht geben darf. Dein Vater hat mich nicht angezeigt. Da kannst du beruhigt sein. Ich war Kommunist. Ich passte nicht in die Landschaft. Das ist alles. Und meine Schwester? Maria war guter Hoffnung, als ich abgeholt wurde. Deshalb hat sie sich erhängt? Eine Wardin mit einem Kind von einem roten Kriminellen? Wahrscheinlich war deine Schwester zu schwach, das zu ertragen. Aber sie war auch zu stark, um vor eurer Familienehre zu kapitulieren. Das ist alles, was ich dir sagen kann. Schmeckt's? Du bist eine gute Köchin, Lisa. Direkt eine Frau zum Heiraten. Ist mal Bezo. Robert. Verschwinde. Du bleibst. Damit das klar ist, Robert. Heirate mich, dann kannst du bestimmen, wer hier rausfliegt. Ist nicht gut, wenn zwei Ohren zu viel in der Stube sind, Lisa. Warum bist du hierher gekommen? In ein unbewohntes Haus trägt niemand etwas hinein. Der Junge braucht einen Vater und nicht nur einen Zahler. Du weißt ja, dass ich dich heiraten werde, Lisa. Wann, Robert? Nach der Ernte kann ich das Land kriegen. Also gut. Nach der Ernte. Willst du was essen? Du bist nur hübscher geworden, Lisa, und ich hab dich so lange nicht gesehen. Was zu essen kannst du kriegen, Robert. Mit dem anderen musst du noch etwas Geduld haben. Bis nach der Ernte. Habt ihr mal was Kühles für mich? Hast du Durst? Nein, einen Wespenstich gerade eben. Irmgard, gib ihm was. Wo ist es? Das war aber höchstens eine Gnitze. Kommen Sie heute Abend um 8 an die Barner Brücke? Sie sind verrückt. Ich bin verlobt. Das ist mir egal. Kommen Sie? Ich muss gehen. Erst wenn Sie ja gesagt haben. Unmöglich. Lassen Sie mich. Um 8 an der Brücke. Ich warte. Bürgermeister. Kennst du den deutschen Gruß nicht, Bonicke?
Wenn er gut brennt, kann ich mir hier mal ein paar Zentner bestellen. Ich habe dich nicht hierher kommen lassen, damit du dumme Witze reißt. Setz dich. Kennst du einen Boleslaus Mischkowski? Meinst du Irmgards Onkel in Katowice? Ah, du kennst ihn also? Dem Namen nach. Wie? Hast du nie gesehen? Nein. Was soll denn das eigentlich? Ich habe den Auftrag, dich zu befragen. Wann hattest du das Verhältnis mit der Johanna Mischkowski? Wer will denn das wissen? Der Landrat. Also, wann? Irmgard ist 21. Rechnet ihr es aus? Wieso interessiert denn das den Landrat? Das weiß ich nicht. Und später? Was später? Na, wie ging deine Geschichte mit der Mischkowski weiter? Ich hab gezahlt. Kind besucht, hin und wieder. Und zu Johannas Begräbnis war ich. Und das war wann? Voriges Jahr. Am 17. September. 17.09.38. Der Bruder aus Katowice, er war nicht da? Nee. Also, Brünnige, ich verstehe ja, dass ein guter Hahn nicht nur am eigenen Hof tritt. Aber dass es ausgerechnet eine Polin sein muss. Johanna war Deutsche. Aber nicht blutsmäßig. Blutsmäßig Quatsch. Blut ist Blut. Das Blut macht die Rasse, Brünnige. Hat deine Tochter Verbindung mit ihrem Onkel? Sie schreiben sich ab und zu. Briefwechsel. Schreibt sich mit den Polacken. Da siehst du mal, Blut hält zu Blut. Die haben ja die Hühner ins Gehirn geschissen. Du, an deiner Stelle würde ich die Schnauze halten, Brünnige. Das ist verdammt nötig. Ich hätte nicht kommen dürfen. Bereust du es schon? Kann ich das? Ich hab dich doch lieb. So ein Wahnsinn. Wir haben uns gern und du heiratest einen anderen. Ich kann an nichts anderes mehr denken, Irmgard. Das ist alles noch so weit weg. Nur du bist da. Mehr will ich nicht. Einen Imbiss für deinen Bräutigam, Irmgard. Eier, Speck. Ja, Vater. Dein Wohl, Schwiegersohn. Prost. Ich klopf nicht lange auf den Sack, wenn ich den Müller meine, Brünnige. Ich komme wegen der Hochzeit. Mit dem Pfarrer bin ich einig. Ein Hof ohne Bäuerin, das ist eine Notlage, die eine Verkürzung des Aufgebots rechtfertigt. Nächsten Monat wird geheiratet. Tja, aber es war doch ausgemacht. Es war nicht ausgemacht, dass es Gerede gibt. Ja, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Der junge Wardin macht sich an meine Braut ran, heißt es. Wardins Walter? Das glaubst du doch nicht etwa. Ich fall nicht gleich um, wenn sich die Leute mal die Mäuler zerreißen, Brünnige. Ich heirate deine Tochter, dabei bleibt es. Aber wo mit Dreck geschmissen wird, bleibt schließlich welcher hängen. Und dazu komme ich lieber zuvor. Wo keiner ist, haftet kein Dreck, Tolgo. Verlass dich drauf. Nächsten Monat und nicht anders. Aber Erwin, da kommt er erst im Frühjahr zurück. Wie soll ich dann die Wirtschaft allein mit einem Technik... Ich sag nicht einmal Hü und einmal Hott, Brünnige. Aber wenn ich jetzt gehe, komme ich nicht wieder. Also? Tja. Was kann ich dazu sagen? Einverstanden. Ich habe die Trauung für den dritten Sonnabend bestellt. Prost, Schwiegervater. Prost. Bitte. Du trägst den Verlobungsring, nicht? Nicht bei der Arbeit. Recht so.
fürsorglich und achtsam mit dem Eigentum ist wichtiger als Tante und Flitter. Kriegst eine gute Bäuerin, Dolgo. Das hoffe ich. Und jetzt geh und mach dich hübsch für das Aufgebot. Meine zukünftige soll Ehre einlegen. Und wie heißt das rechte Spannpferd? Handwerk, Papa. Spannpferd, gut. Du bist ja schon ein richtiger Kutscher. Möchtest du zwei Pferde haben? Ja, Papa. Ja? Du bekommst sie, mein Junge. Abmarsch ins Bett. Vater, bring mir zwei Pferde, schenke mal. Jetzt wird erst mal geschlafen. Setz dem Jungen keine Flöhe ins Ohr, Robert. Kümmere dich lieber darum, wo ich meine Ziege anbinde, wenn der Baron den Schafsberg kauft. Ich habe Land, Lisa. 9 Hektar. Genug für einen Erbhof. Ist das wahr, Robert? Ja. Der Viehjude Rossner ist ins Ausland abgehauen. Die 9 Hektar hat er dem Bohnige verpachtet. Der hat auch das Vorkaufsrecht. Martini läuft die Pacht ab. Bohnige gibt mir sein Vorkaufsrecht. Aber du hast doch gar nicht so viel Geld. Erstens kriege ich einen Kaufkredit und zweitens ist das Land jüdischer Besitz und wird arisiert. Der Reichsnährstand sorgt schon dafür, dass der Preis kulant ist. Unser Junge wird Bauer, Lisa. Und ich Bäuerin? Ist das wirklich wahr, Robert? Da kannst dich drauf verlassen. In Königshütte haben polnische Fanatiker das Denkmal des Grafen von Hedern zerstört. Damit hat polnischer Vandalismus das letzte deutsche Denkmal in Ostoberschlesien vernichtet. Sauber an diese Polacken. Wollt ihr wirklich das Gemeindeland verkaufen? Wir brauchen die Pachtwiesen. Weil wir etwas brauchen, nehmen wir den anderen, was die brauchen. Das ist gegen die Volksgemeinschaft, Vater. Die Einnahmen kommen der Gemeinde zugute. Ich gehe die Kälber tränken. Mit Geld können die Leute ihre Schafe und Ziegen nicht füttern. Ich habe als Bürgermeister dafür zu sorgen, dass der Besitz der Erbhöfe erhalten und vermehrt wird. Aber die Häusler? Bist du ein Häusler oder Erbhofbauer? Warum willst du eigentlich den Schafsberg kaufen? Der Reichsnährstand ist doch für Flurbereinigung, oder? Die Dämmen, die Bauern hier sind sehr verärgert. Seit Jahrzehnten warten sie auf die Melioration. Und ausgerechnet jetzt, wo es ernst wird damit, nimmst du ihnen die Wiesen weg. Warte mal, es wird nicht melioriert. In Barnshagen ist doch der Arbeitsdienst schon dabei. Ja, 50 Hektar. Aber keinen Quadratmeter mehr. Aber bitte, das ist geheime Kommandosache. Aber es ist doch allgemein bekannt, dass es sich um die Barnemelioration handelt. Ein Gerücht schirmt besser ab als auffällige Geheimhaltung. Übrigens, hast du nicht Ländereien dort in der Nähe? Ich verstehe kein Wort, Dieter. Was für ein Gerücht und wieso mein Land? Man sucht Bauland für eine Werksiedlung. Ich könnte dich mit dem verantwortlichen Mann zusammenbringen, wenn du interessiert bist. Werksiedlung? Was denn für ein Werk? Ein Rüstungsbetrieb. Dafür werden die 50 Hektar melioriert. Woher hast du die Information? Mein Schwiegervater ist damit befasst. Aber wie gesagt, Waldemar, Feind hört mit. Streng geheim. Der Konter. Ist was Besonderes? Nee. Kinder ja das Dienst wie üblich, sind auch um 11. Mit sowas mal im Heuner schön, aber im Ehebett. Ein Geschmack hat der Dolgo. Geschmack vielleicht nicht, Wiesinger, aber Geld. Ein Glück, dass wir die Polakin hier loswerden. Was, Walter? Naja. Los, Männer, wir müssen los. Achtung! E-Linie zur Dreiglieder angetreten! Marsch, marsch! Brauchst du eine extra Einladung, Vadim? Wohin denn, Vadim? Wir haben in Warnshagen Appell. Ohne mich. Und was sag ich dem Sturmführer, dass du fehlst? Idiot, Blöder. Ja, Junge, hat die ganz schön aus den Latschen gekippt. Schnauze! Rechts um! Ihm gleich Schritt! Marsch! Thank you.
Mein Gott, hast du mich erschreckt. Warum bist du zum Aufgebot gegangen? Ich habe dir immer gesagt, dass es für uns nur das Heute geben kann. Der Dolgo ist doch kein Mann für dich. Dolgo bietet mir ein gemachtes Nest. Bäuerin auf einem 200-Morgenhof, das ist mehr, als ich erwarten konnte. Du verkaufst dich für einen Hof. Ich kann nichts dafür, dass der Bauer Dolgo heißt und nicht Wardin. Ich kann mir nicht mehr erlauben, ins Gerede zu kommen. Geh! Geh doch endlich! Ich denke, Gemeinnutz geht vor Eigennutz, Bürgermeister. Ihr verkauft Gemeindeland bloß, damit ihr eure Pachtwiesen behaltet? Nee. Von dem Geld wird die Schule renoviert und die Straße gepflastert. 100 graue Pferde machen noch keinen Schimmel. Schon mal was von Erzeugungsschlaf gehört. Es geht um Milch und Butter. Und die bringen wir und nicht die Häusler. Ich weiß bloß was von Kanonen statt Butter. In meinem Lokal will ich so etwas nicht hören, Bonike. Und so, das hat doch der dicke Göring gesagt. Das ist was anderes, als wenn du das sagst, Bonike. Schick die Paletzki weg. Aromat. Mit wem ich hier bin und wen ich wegschick, schreibst du mir nicht vor. Du, Adomait. Hohe Berge und junge Weiber machen krumme Knie und matte Leiber. Du machst uns nicht zum Gespött. Wenn du willst, kannst du den Familienkrach gleich hier haben. Komm, Lisa. Sieht ganz so aus, als ob du deiner Schwester bald die Wirtschaft führen musst. Der weiß genau, was ihm blüht, wenn er Zicken macht. Ohne Selmas Hof ist der doch eine Null. Aber nicht mehr mit 9 Hektar vom Rosnerland. Und das wolltest du doch kaufen. Ich werde zu Adomaits Gunsten auf mein Vorkaufsrecht verzichten. Mir wird die Jacke zu groß. Hast du Tinte gesoffen, Bonike? Jetzt, wo der Arbeitsdienst herkommt, meloriert? Das glaubst du? Ausgerechnet jetzt, wo es an allen Ecken nach Krieg stinkt? Du brichst dir noch mal die Ohren mit deinem Gerede, mit deiner polnischen Verwandtschaft. Heiratet deine Tochter den Dolgo denn nun wirklich? Ist das Aufgebot? Na, ich kenne einen, der scharf auf das Bräutchen ist. Den 12er-Zug aus dem Hengstdepot. Kann es der Irmgard übel nehmen, denn sie denkt nur zu. Enger wird's nicht. Der Dolgo mit seinem fetten Hintern ist auch ein Kloppengst. Gegen Wardins Walter. Breche ich die Knochen einzeln, wenn dir der Irmgard zu nahe kommt. Ja, ja, Boneke. Wer die Geiß im Haus hat, dem kommen die Böcke vor die Tür. Tja. Da werde ich auch mal. Gegen Dolgo bist du ein paar Morgen zu klein, Walter. Weiberliebe hängt am Geldbeutel. Dagegen kommt niemand an. Ihr trinkt noch einen weiter, das hilft. Alter, sollte ich mehr Acht geben auf meine junge Braut. Der Wardin hat sie geholt. Keine Sorge, das tue ich.
Du, junger Mann, das genügt. Das ist mein Tanz. Wer mit meiner Braut tanzt, das bestimme ich! Dalgo! Keine Angst, ich bringe ihn nur bei, dass in meinem Stall keine Stute für einen rotzigen Hengst steht, klar? Und hier hast du meine Antwort für die Stute und den rotzigen Hengst. Irmgard, Wasser! Komm, setz dich! Weiterspielen! Oder hat's euch die Luft verschlagen? Gemacht, es passt nicht in mein Bett. Das hätte ich wissen müssen. So, Dalgo. Das hätte mir wer anders bringen müssen. Scher dich zum Teufel mit deinem Hurenball. Ja, aber Dalgo, wir den Schwiegersohn bist du los, Boni. Das hat dein Sohn auf dem Gewissen. Komm, such du die Schuld nicht bei anderen. Such dir demnächst für deine Tochter ein Kaldaunenfresser. Der fragt dich, was drin war. Hast du denn nicht schon mal dran gedacht, zu heiraten, Walter? Hm? Es wäre mir nicht unrecht, wenn du eine Jungfräulein auf den Hof bringen würdest. Mit der Irmgard bin ich einig, Vater. Das schlägst du dir aus dem Kopf. Uns polnische Läuse in den Pelz setzen. Irmgard ist Deutsche. Polnischen Blut. Onkel in Katowice. Was geht mich denn Ihr Onkel an? Ich verstehe dich ja, Walter. Irmgard ist ein hübsches Mädchen. Aber es geht nicht um ein hübsches Gesicht. Du bist Anerbe auf einem Erbhof. Wir müssen unser Blut reinhalten. Irmgard ist Deutsche, amtlich und mit Siegel. Und ich liebe sie. Ich habe deine Mutter auch nicht geliebt. Trotzdem sind wir nicht unglücklich geworden. Ich heirate die Irmgard mit deinem Segen oder ohne ihn. Du bist verrückt. Hier. Ist was, Schwager? Mach mit der Palitzki Schluss, Robert. Nee, Wilhelm. Willst du unsere Familie zum Gespött machen? Ich hab sie mir nicht ausgesucht, eure Familie. Rein gezwungen hast du mich. Die Selma unehelich mit einem dicken Bauch, was für eine Schande. Wenn wenigstens ein Kind rausgekommen wäre, aber nicht mal das hat sie zustande gebracht, deine Schwester. Wirf der Selma nicht vor, wofür sie nichts kann. Sie ist deine Frau. Eine taube Nuss ist sie. Mein Sohn soll heißen wie ich. Und er soll einmal im Flug führen, im eigenen Acker. Meine Schwester drängst du nicht aus der Wirtschaft. Die gehört ihr. Du gehst vom Hof mit nichts. Ich scheiß auf deinen Hof. Hier! Ich halte es einfach für an der Zeit, gegenüber diesem emotionalen Blödsinn von Blut und Boden und Erbhofbauerntum endlich die Vernunft wieder zur Geltung zu bringen. Bäuerliche Handtuchwirtschaft kommt die Landwirtschaft nicht weiter. Der Trend geht zur Großraumwirtschaft. Du konntest dir keinen günstigeren Zeitpunkt für deine Studie aussuchen, mein Lieber. Deine Gedanken passen genau in gewisse Überlegungen des Oberkommandos des Heeres. Jedenfalls habe ich dein Material über unseren 1C in kompetente Hände weitergegeben. Seit wann befasst sich die Wehrmacht mit Landwirtschaft, Otto Helmut? Das Oberkommando plant nicht nur militärische Aktionen, liebe Felicitas. Es muss auch über die Nachfolgeaktionen Klarheit haben. Nimmst du Milch? Ja, bitte. Es ist schön, wieder von einer Herrin auf Barneco umsorgt zu werden. Ich freue mich, dass du den Besuch wahrgemacht hast, Otto Helmut. Leider muss ich in 2 Stunden weiter nach Berlin. Bleibst du nicht über Nacht? Die Situation spitzt sich täglich mehr zu. Wird es Krieg geben? Auf alle Möglichkeiten vorbereitet zu sein, ist das Soldatenberuf und Pflicht. Ein Orakel wollte Felicitas nicht hören, Herr General. Wie sagt doch der Dichter?
Rosen auf den Weg gestreut und des Harms vergessen. Tja, Bonnicke. Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zur Rande. Ich als Bürgermeister und Erbhofbauer lege gewiss keine Ehre ein, wenn mein Sohn Walter deine Tochter heiratet. Das weißt du doch, ne? Was verlangst du? Gib ihr die 9 Hektar von Rossner mit. Rossners Land? Unmöglich, Wilhelm. Die 9 Hektar, Bonnicke. Sein Schwager Adelweid hat mein Wort, dass ich ihm das Vorkaufsrecht abtrete. Überleg dir, was dir mehr wert ist. Dass deine Tochter unseren Walter bekommt? Oder ob dieser Schweinehund Adelweid seine Frau sitzen lässt? Tja. Wenn du als Bürgermeister unseren Ortsbauernführer einen Schweinehund nennst, muss ich's ja mit meinem Versprechen wohl nicht so genau nehmen. Du überträgst die 9 Hektar deiner Tochter. Ich kann deinen Rat schlecht ausschlagen. Und nur noch einen anderen Rat, Bonnicke. Jetzt als Verwandter. Halt deine Schnauze. Wenn dir die Zunge noch so juckt. Im KZ haben sie schon ganz anderen Großmäulern das Maul gestopft. Wie war noch mal der Name des Eigentümers? Rossner. Isaac Rossner. Bis November 38 Viehhändler. Rossner. Rossner. Ach, da haben wir es ja. Gemarkung Barnekow. Flur 11. Flurstück 107-108. Ja, 9 Hektar. Tja, Herr Adelweid, da muss ein Irrtum vorliegen. Oder ein Missverständnis. Herr Bonnicke hat von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht. Als neue Eigentümerin ist hier seine Tochter Irmgard Mischkowski eingetragen. Aber das ist doch nicht möglich. Bonnicke hat mir versprochen, zurückzutreten. Hier, der Kreisbauernführer befürwortet meinen Kauf. Tja, tut mir leid, Herr Adelweid. Das Land ist verkauft. Lump, dieser Wortbrüchige. Umbringen kann ich den Hund. Da müssen wir eben klein anfangen, Robert. Komm zu mir. Das Haus reicht für uns und den Jungen. Häusler soll ich werden. Wir können es für eine Siedlung anmelden. Darauf warten Tausende, junge Frau. Und worauf soll ich warten? Dass du alt und wackelig wirst? Und ich eine alte Frau? Lisa. Nee, ich warte nicht länger, Robert. Die Selma oder ich? Worauf soll man sich denn noch verlassen, wenn ich auf ein gegebenes Wort... Mündliche Absprachen sind nicht rechtsverbindlich, Adelweid. Das müssen Sie schon mit Herrn Bonnicke klären. Du kannst mich doch nicht so wegschicken, Bonnicke. Von mir hättest du das Land bekommen. Aber das Hemd ist mir näher als der Rock, so wie ich dran bin. Du weißt ja nicht, wie das ist, 30 Jahre mit einer Frau leben, die einem gleichgültig ist. Einen Sohn haben und auch keinen Namen. Ich brauche das Land, Bonnicke. Ich kann doch nicht dafür, dass dein Schwager auf der Mitgift besteht. Der Schweinehund will mich da kleinkriegen. Und? Bist du besser? Du willst von deiner Frau weg. Als Bittsteller kommt so nicht streiten. Bonnicke. Gib mir das versprochene Land. Lisa soll meine Frau werden. Und unser junger Bauer. Jeder muss seine Suppe selber kochen und auslöffeln. Und ich schlucke an meiner schwer genug. Ihr brüllt doch immer, einer für alle und alle für einen.
Geh doch zu deinem Führer und lass dir von ihm Land geben. Ich habe eine Anzeige zu erstatten, Wilhelm. Gegen wen? Gegen Boneke. Bist du verrückt? 3. Februar. Boneke nennt in der Gaststätte dem Führer einen Schwadronneur und Volksverführer. Am Führergeburtstag weigert er sich zu flaggen. Am 27. Mai äußert er sich verleumderisch über Reichsautobahn und Westwall. Außerdem verweigert er hartnäckig den deutschen Gruß und macht ihn lächerlich. Du erwartest doch nicht, dass ich das weiterleite. Du bist Bürgermeister. Du bist ja wahnsinnig. Tja, Schwager. Wenn du dir so eine Verwandtschaft leisten kannst. Willst du mich erpressen? Erpresst hast du mich. Immer warst du am längeren Hebel mit eurem Besitz. Jetzt bin ich am Zug. Was willst du? Gib mir das Land, das euer Walter anheiratet. Nimmst du nur die Anzeige auf oder muss ich direkt zur Gestapo gehen? Komm ins Haus. Hier draußen kann ich keine Anzeige aufsetzen. Es ist was Schreckliches passiert, Walter. Sie haben meinen Vater abgeholt. Abgeholt? Verhaftet. Von der Gestapo. Warum? Ich weiß nicht. Na, hör mal zu, Walter. Die Irmgard hätte ich ja noch in Kauf genommen. Auch wenn wir mit einer halben Polin keine Ehre eingelegt hätten. Aber ein Volksfeind in der Verwandtschaft, das können wir uns nicht leisten. Wer hat Boneke angezeigt, Vater? Onkel Adormeit. Als Bürgermeister musste ich die Anzeige weiterleiten. Vater hat nur seine Pflicht getan, Walter. Wo willst du denn hin? Zur Irmgard. Mach jetzt keinen Unsinn, Walter! Wer sich unter die Treber mengt, den fressen die Schweine. Wir müssen sehen, dass wir aus der Sache hier rauskommen. Irmgard ist meine Braut. Zu ihr halte ich. Leute, ab morgen ist Schluss hier mit dem Viehzeug. Der Baron hat erlaubt, dass wir die Tiere hier anbinden dürfen. Was könnt ihr wieder, wenn wir weg sind? Jetzt wird hier gearbeitet, verstanden? Wenn ihr weg seid, was sollen die da fressen? Na, hast du nicht mit dem Ortsbauernführer geredet, Lisa? Ausgerechnet die wird was sagen. Die wird ja Bäuerin. Unser Vieh kann ja krepieren. So ist es doch, oder? Neidisch bist du, weil du kein wie Adamite gekriegt hast. Ich würde mich hüten, so einen Arsch nachzutragen. Der Wind jagt bloß immer die Spreu zusammen, Erna. Hab ich recht, Lisa? Lasst mich doch in Ruhe. Na, was habe ich immer gesagt, Zico? Der Arbeitsdienst fängt im August bei uns an. Ah, jetzt brauchst du mir nur noch erklären, was das mit Melioration zu tun hat, Wilhelm. Moment. Hey, Kamerad. Ja. Wozu stechten wir den Rasen ab? Ah, wir haben Kramränder befestigt. Hast du das gehört, Zico? Kramränder. Wir werden unsere Scheunen noch vergrößern müssen.
auf unsere alten Tage. Was? Was wir das nur erleben? Ich habe immer gedacht, du hast zwar Gold im Kopf, aber bist ein Spinner. Ja, ein goldener Kopf nützt dann Dreck ohne einen bleiernen Arsch, Tigro. Nicht loslassen. Das macht's. Ich weiß nicht, wie ich allein mit einem Knecht die Ernte einbringen soll, Herr Ortsbauernführer. Dein Vater hat das Rossnersche Land auf deinen Namen eintragen lassen. Ja? Überlass die 9 Hektar mir. Und ich verspreche dir, dass ihr eure Ernte reinkriegt. Das können Sie nicht von mir verlangen, Herr Adomait. Das Land ist das Einzige, was ich habe. Lieber arbeite ich mir die Finger blutig, als dass ich das hergebe. Dann mach, dass du rauskommst! Polnisches Miststück. Ja, Robert? Das mit der Lisa Palitzki. Es ist aus. Mein Gott. Robert, ist das wirklich wahr? Frag nicht so blöd, vergiss es. Ja. Robert, ich freue mich, ja? Bedank dich bei dem Hohenberg von Bonicke. Ich soll deiner Braut helfen, die Ernte reinholen? Hilf du ihr doch. Wir haben selber einen Hof, Bezo. Ich will dir sagen, was du hast. Angst. Es könnte einen schlechten Eindruck machen. Bürgermeistersohn, Hoferbe und dann bei Bonnikes helfen. Wir haben alle Hände voll zu tun. Ich kann meinen Vater jetzt nicht im Stich lassen. Aber deine Braut kannst du, was? Hilfst du ihr nun oder nicht? Wann denn? Nach Feierabend. Nach Feierabend? Nee, Vadim. Der Krauter bezahlt mich ja nicht fürs Nichtstun. Meine Knochen spüren das abends. Warum kommst du denn eigentlich zu mir? Du hast doch die Volksgemeinschaft hinter dir. Oder geht's etwa nicht um das Brot des Volkes, das geborgen sein will? Verdammt nochmal, Bezo. Irmgard hilft keiner. Ach nee. Gehört wohl nicht zur Volksgemeinschaft, wie? Gemeinschaft. Scheiße. Auf einmal ist es scheiße, weil es dich selber trifft. Aber den kleinen Leuten ihr bisschen Gemeindeweide verkaufen, damit ihr Bauern eure Pachtwiesen behaltet, das war im Sinne der Volksgemeinschaft. Wie? Das ist genauso ungerecht, Bezo. Ich hab's dem Vater gesagt. Tja, Vadim, mit dem Maul für Gerechtigkeit sein, braucht's bloß eine Zunge. Aber was dafür tun? Dazu braucht's ein bisschen mehr. Na, was soll ich denn tun? Du musst wissen, was du willst, Vadim. Die Irmgard oder die Volksgemeinschaft. Dann wird dir schon einfallen, was du tun kannst. Tja, Lisa. Nun sitzt du da wie ein gerupfter Spatz. Kein Dreckskerl, dieser Adomait. 7 Jahre habe ich auf den gewartet. Doch nicht wegen Adomait. Bäuerin wolltest du werden. Aber ein Groschen bleibt ein Groschen. Ich hab's dir gesagt. Nun siehst es. Ich wollte nicht Tagelöhnerin mit dem Bankert am Hals bleiben. Immer noch besser als Bäuerin mit Adomait. Du jetzt wie ein Mann. Ich bin 28, sieh mich doch an. Meine Haut wird nicht glatter. Bei dir beißt schon noch einer an, Lisa. Bezo. Hm? Du hast mal gesagt, ich wäre direkt eine Frau zum Heiraten.
Ja, und? Ich würde nicht Nein sagen, wenn du mich fragst. So. Wird's denn nicht? Ich meine es ernst, Bezo. Auf einmal. Weil es mit Adam halt nicht klappt. Ach, der ist für mich gestorben. Und da bin ich als Notnagel gerade gut. Nee, Lisa. So nicht. Gefall ich dir nicht? Weißt du, Lisa, im Bauch bist du ganz in Ordnung. Aber im Kopf, da stimmt's noch nicht ganz. Wie wär's mal mit einer Nachtfuhr mit uns beiden, Irmgard? Oder darf das bloß der Walter? Ja, helft mir nicht. Komm, wir laden gleich noch ab. Ich kann nicht mehr. Du musst durchhalten, Irmgard. Wir müssen es denen zeigen, dass wir es schaffen. Ausspucken könnte ich von mir. Wo ja nicht mal der Wilhelm Wardin hilft. Meine Schande ist das. Na, hör mal, Zikro. Wenn du dir Pfoten verbrennen willst, ich häng mich da nicht rein. Vater, ganz gleich, was kommt, ich halte zu Irmgard. Komm doch zur Vernunft, Walter. Der Name Wardin gilt hier was. Was sollen die Leute mit Fingern auf uns zeigen? Verscherzt dir nicht den Hof, Junge. Ich helfe der Irmgard. Dann bleib gleich ganz dort. Gut, dann bleibe ich. Lass dir gesagt sein. Euch steht der Wind von vorn, wenn du nicht zur Vernunft kommst. Richtig euch! Angari! Aus! Löschzugführer Wardin! Vordrin! Befehl des Oberbrandmeisters! Der Löschzugführer Walter Wardin verstößt durch seine beabsichtigte Verbindung mit volksfremden und volksfeindlichen Elementen gegen die nationalsozialistische Ehrauffassung. Er ist daher mit sofortiger Wirkung als Löschzugführer abzulösen und bis zur Klärung seiner Verhältnisse vom Dienst zu beurlauben. Die Führung des Löschzuges übernimmt der Kamerad Riethoff. Der Dienst ist beendet. Weggetreten! Wir haben alle gegen uns, Walter. Dein Vater sieht dich nicht mehr an. Jetzt haben sie dir auch noch den Löschzug genommen. Von denen lasse ich mich nicht kleinkriegen, Irmgard. Überleg's dir gut. Du sollst einen Hof erben. Ich will nicht schuld sein daran, dass du ihn verlierst. Lass uns das Aufgebot zurückziehen. Darauf warten die doch nur. Wir sind doch jung. Wir können doch warten. Ich habe damals den Dolgo verprügelt, weil ich dich wollte. Davon streiche ich nichts ab. Trenn die Achselklappen ab, die andere Knöpfe dran. Zur Arbeit kann ich sie noch brauchen. Aber das ist doch noch gar nicht... Wenn ich ein Schwein werden muss, um Feuer löschen zu dürfen, lasse ich es lieber brennen. Land, Heidler. Na, helles Dobsch. Helles. Na, wie viele Einberufungen waren es denn heute, Lorenz? Zwei. Linder und Köckeritz. Unser ist heute Mittagfahrt. Wenn sie bloß bis zu den Kartoffeln wieder da sind. Die Knollen werden früh diesmal. Und wie ich das ohne den Jungen schaffen soll? Bloß vier Wochen Reserveübung habe. Da spielst du mit den Knollen noch Murmeln. Du kannst einmal aufreißen, Wiesinger. Dein Junge ist schwach auf der Lunge. Die Polen überlegen sich das noch, ob sie mit uns anbinden. Der war dem Walter hoffentlich auch mit seiner Heirat. Courage hat er jedenfalls. Gehst du zur Hochzeit? Wenn ich wüsste, dass Wilhelm auch geht. Ich glaube nicht, dass der zwei Hasen auf einmal jagen kann. Wiedersehen, Mutter. Walter, mein Junge. Gibst du mir doch die Hand oder auch das nicht?
Tu uns das nicht an. Noch ein paar Monate. Und die Melioration macht aus unserem Kargland fruchtbares Ackerland. Zeitlebens habe ich davon geträumt. Jetzt ist der Weg zu meinem alten Teil abgesteckt. Aber du wirst aus dem vollen Ampen. Ja, du schieb das nicht einfach beiseite, Junge. Der Hof hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Verstehst du? Wozu hat er dich denn gemacht, Vater? Zu einem, der für ein paar Morgen Sumpfland seine Überzeugung verkauft. Der seine Nachbarn in der Not im Stich lässt. Das sagst du mir einfach ins Gesicht. Ich will mich nicht vor mir selber schämen müssen. Walter! Wenn du die Mistkowski heiratest, muss ich dich als Hoferben streichen lassen. Ich kann dich nicht daran hindern, Vater. Aber ich tue, was für mich richtig ist. Mein Gott. Wilhelm. Du kannst ihn doch nicht so gehen lassen. Das ist unser letzter. Ich hab das nicht gewollt, Hedwig. Aber kann unser Sohn nicht mehr sein. Sonst geht es an den Hof. Viel Glück und Gottes Segen. Vielen Dank, Herr Pfarrer. Der Menschen Taten sind nicht Gottes Taten, meine Kinder. Tja, dann werde ich auch mal... Wollen Sie nicht mit uns essen, Herr Kantor? Essen? Danke, Walter, danke. Nein, meine Frau, verstehst du, die wartet. Ja, die ist eigen in solchen Sachen, weißt du. Tja, alles Gute noch. Feiges Pack. Was gehen euch die Leute an? Das ist eure Hochzeit. Ich wünsche euch Glück, euch beiden. Ihr könnt's brauchen, scheint's. Danke, Lorenz. Ich bring dir auch ein Hochzeitsgeschenk, Walter. Leider kein schönes. Ein Einschreiben vom Wehrkreiskommandeur. Die Einberufung? Ist ja nicht schön, gerade in den Flitterwochen. Aber so eine Übung geht schnell vorbei. Quittierst du mal hier? So, ich muss weiter. Hab noch ein paar mehr von der Sorte. Wann? Morgen. Was sagst du da? Der Zico hat's gehört im Radio. Heute früh. Gegen Polen. Der Junge. Los, mach dich fertig, wir fahren. Wohin wir denn? Zum Bahnhof. Wo sonst hin? Ja. Thank you.
Nie gebraucht. Du wirst sehen, bevor ich eingekleidet bin, ist der Spaß zu Ende. Wenn du nur wiederkommst. Ich muss gehen. Dein Vater? Komm wieder, Junge. Wenn du was brauchst, schreib. Halt dich dafür, Walter. Ich werde es tun, Vater. Wardin! Walter! Kümmert euch um Irmgard. Was wir tun können, wird geschehen, Junge. Komm, Mutter. Lassen wir ihn die letzte Minute. Lass bald von dir hören, ja? Und selbstverständlich hole ich dich nach, wenn ich in Berlin bleibe. Ah, Herr Vadim. Na, großer Tag heute, was? Das Vaterland ruft seine Söhne. Ja, Baron. Ja, also, alles Gute, Herr Vadim. Ja. Ach, Entschuldigung, was wird denn nun mit der Melioration, Herr Baron? Sie stellen aber Fragen, Herr Vadim. Melioration. Jetzt müssen wir erst mal siegen. Zurücktreten! Abfahren! Komm bald wieder. Du bist doch nicht allein. Ich liebe dich, Walter. Ich dich auch, Irmgard. Walter! Zu spät begriffen, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hatte. Im April 45 wollte er als Bürgermeister wenigstens das Dorf retten. Gegen den Willen von Onkel Adelmeid. Der spielte bis zum Schluss den wilden Mann. Als Volkssturmkommandeur. Mein Vater entwaffnete ihn, hisste die weiße Fahne, aber ehe die Rote Armee einrückte, machte eine SS-Abteilung Tabula Rasa. 26 Männer und Frauen. Erschossen, erschlagen. Einwohner, Flüchtlinge, da wurde gar nicht viel nachgefragt. Auch meinen Vater. Und auch den Onkel Adelmeid. Na, Vorsitzender? Zufrieden? Schafft ganz munter, was? Ja, wann können wir denn mit dem Betrieb beginnen? Ja, sobald die Anlage abgenommen ist. Na, dann machen wir ein bisschen Dampf, Kollege. Ich wir brauchen Sie das heute Wasser. Noch fertig. Siehst du, Anne? Hängt eine Menge dran an der Melioration, was? Na ja, dann wollen wir mal. Regelungsanlagen gleich auf die Grabenkoppel umsetzen, Heinz. Und nimm die Frauen mit.
kann nicht weg, Wolfgang. Ich hätte anders mit dir reden müssen, Anna. Ich hatte keine Geduld. Es wäre nur Flucht. Keine Lösung. Der Oberbauleiter hat vielleicht geflucht. Und du? Ich hab gelacht. Kann ich mir gar nicht vorstellen bei deiner schrecklichen Konsequenz. Ja? Ich liebe dich. Sehr. Ihr Emanzipierten habt's schon schwer. Na, haben wir auch. Alles klar, Zikro? Ja. Stopp! Was sind denn das da für Idioten? Hey! Hallo, weg da! Muss Liebe schön sein. Ich werd verrückt. Der verdient Wolfgang mit die Schlampka. Tatsächlich. Na, da habt ihr's ja, Klatschweiber. Von wegen, die sind auseinander. Die hören und sehen ja nichts. Wir wollen mal ein bisschen abkühlen. Ach, na. Los, die Pferde eins. Das kannst du doch nicht machen, Zikro. Vielleicht warten wir hier, bis die fertig sind. Mensch, du warst doch auch mal jung. Nicht dagegen zu sagen, aber alles zu seiner Zeit.